Promi-Geflüster, heute wieder mit einem Schauspieler. Wir haben ihn ja schon oft bei uns hier vorgestellt. Zum einen natürlich in Verbindung mit dem Traumschiff, ganz klar. Hier Nick Wilder, der Schiffsarzt, und was er momentan macht und wie es ausschaut. Ganz neue Seiten lernt man jetzt von ihm kennen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem kurzen Reel an. Das schaut so aus. He is not obsessed of the civil rights. Citizenship should carry with it. That is wrong. And it should be corrected. Exactly which part of what I said amuses you? At least take Dick Miller along. He'll be riding in this afternoon. For Christ's sake, Lawrence. Well, if it's getting where you can't throw a rope out there without catching it on someone, I'd prefer you had some better backup than just drumming them two shit kickers out of Atchison. Hell of a job, Wood. Went to the rodeo dance. That is a hog-killing time. See you in Sedgwick. Und jetzt sage ich Hallo und herzlich willkommen. Er ist mir gegenüber, Nick Wilder. Ich weiß jetzt nicht, wo du momentan steckst. Du bist nämlich ja von Montana, Südtirol, Deutschland. Wo treffe ich dich gerade an? Südtirol. Im schönen Südtirol bei schönstem Wetter. Aber in einer Woche geht es zurück nach Montana. Meine Frau ist heute gerade rübergeflogen mit dem Bus nach München und die landet heute Abend bei uns zu Hause in Montana. In Montana dann wieder. Sehr schön, genau. Ja, im Reel haben wir es gerade gesehen, also hier total anders, den Nick Wilder mal in Erscheinung mit Bart. Das ist neu dazugekommen, so kennt man ihn vom Schiff gar nicht, ne? Das stimmt, und ja. Im Schiff muss man immer als Schiffsarzt ordentlich aussehen, ja, und korrekt. Und das ist natürlich als Schauspieler dann toll, wenn man mal in andere Richtungen gehen kann. Und das habe ich in Amerika auch schon oft gemacht. Und jetzt natürlich, da kommen wir später drauf zu sprechen, glaube ich. Ganz genau. Am 16. fliege ich rüber, da bin ich aber am 1. Mai schon wieder in Norddeutschland, in meinem geliebten Schleswig-Holstein, meinem Ursprungsland, meiner Wiege. Und da werden wir drüber sprechen. Da ist eine neue Aufgabe für mich und die erfordert einen Bart. Ja, sehr klar. Ganz klar, genau. Ja, aber in dem Reel natürlich sehr viel Western, wenn ich das so sehe. Liege ich da falsch oder ist das richtig? Oder? Nein, die meisten Sachen sind alles Ausschnitte aus Western, die bei uns jetzt momentan sehr, sehr stark im Kommen sind und viel gedreht werden. In Montana wird ja auch Yellowstone gedreht. Wir haben ja den Yellowstone Park, aber die Serie, die bei Paramount läuft mit Kevin Costner, die ist ja auch in Deutschland sehr, sehr bekannt. Dann hat man den Offspring erfunden, das war 1863, glaube ich, diese Serie, die dann eben anfängt, wie damals die ganzen Settler in den Westen gezogen sind. Und dann die neue Serie mit Harrison Ford und Helen Mirren, die heißt 1923 und die ist ja auch sehr, sehr beliebt und aktuell. Und die werden auch fortgesetzt, diese Serien. Und ja, und dann im Herbst wird wieder ein Cowboy-Film gedreht, bei dem ich hoffentlich dabei bin und meine Frau Christine hoffentlich auch dabei ist. Insofern, ja, damals hat man sich natürlich nicht so oft rasiert und dann hatte man eben Bart im Wilden Westen. Ja, und Wilder Westen, ich weiß, früher gab es da wesentlich mehr zu sehen, zumindest im deutschen Fernsehen, wenn man nur so zurückdenkt. Bonanza oder Rauchende Colts, so die ganzen Serien, die waren ja bei uns auch alle zu sehen. Und natürlich nicht zu vergessen, Karl May, die ganzen Winnetou-Klassiker, ne? Ja, der ja nie in Amerika war, das wissen die meisten, ja, glaube ich, aber auch. Wir haben als Kinder natürlich jedes Buch verschlungen, aber der liebe Karl May war ja nie drüben. Er hat das ja nur aus Erzählungen dann wahrgenommen und hat seine Bücher geschrieben, die ja sehr erfolgreich waren. Und wo man jetzt ja oft viele Kontroversen hat wegen dem Ausdruck Indianer. Aber ich wohne in Montana. Wir haben 7
Indianerreservate und ein American Indian. Man kann natürlich auch Native American Indian sagen, aber jeder bezeichnet sich dort als Indianer. Insofern ist das ganz korrekt zu sagen, jemand ist Indianer. Und wie wird es da drüben dann irgendwie wahrgenommen von den Einheimischen sozusagen selber? Sind die da dafür oder sagen die das? Ja, die haben überhaupt kein Problem damit. Ja. Also wenn ich mit jemandem da spreche, wir sind zum Beispiel jeden Sommer, Anfang Juli ist das große Powwow in Browning, also Browning in Montana. Und da fahren wir immer hoch und schauen uns die ganzen Nativities, also diese Tänze an. Die ganz verschiedenen Tribes kommen dann aus Amerika zusammen und führen da ihre Tänze auf. Und da spreche ich mit jemandem und die sind alles American Indians. Da hat keiner ein Problem zu sagen, don't say that word. Oder das ist ganz normal. Also machen die Deutschen sozusagen wieder mehr Probleme draus, als es eigentlich ist. Ein bisschen mit dem Gendern, ein bisschen over the top, ja. Okay. Und letztendlich kann man es eigentlich auch ein Stück weit vergleichen hier mit unseren Volkstänzen oder wie auch immer, so in die Richtung ein bisschen auch, oder? Ja, also so Traditionssachen eben. Ne? Die kommen mit ihren ganz verschiedenen Kopfbedeckungen und die tanzen sich dann ja sozusagen in so ein Trance rein. Und das ist super interessant und jedes Jahr aufs Neue toll dabei zu sein. Und wir hatten auch dieses im letzten Jahr wieder ganz tolles Wetter. Und wenn man da hochfährt, das ist gerade so die Zeit, wo dann die ganzen Wiesen alle grün sind. Und da sind dann Flächen von Hunderten von Kilometern mit Blumen. Wunderschön. Ja, sehr gut. Ja, also Western, das ist jetzt auch ein gutes Stichwort sozusagen. Ja, genau. Wenn du wieder kommst im Mai, Juni geht's, glaube ich, los, gell? Dann geht's, Ende Mai geht's los, am 27. Mai. Moment, wir kommen gleich drauf. Da geht's, wir haben es gerade auch erwähnt, Karl May, ne? Winnetou wird gespielt in Bad Segeberg. Ja. Winnetou Teil 2. Wieder mit Alexander Klavs in der Hauptrolle, oder? Der ist wieder in der Hauptrolle, ja, richtig. Ja, ja. Und Winnetou 2, da, wenn man das weiß, da gibt's einen Bösewicht dabei, der Ölbaron, ne? Genau, und Emery Forster, der die Stadt beherrscht, der bei den Prostituierten und bei allen Barbesitzern, Restaurantbesitzern und Geschäftsleuten das Geld einsammelt. Er ist böse, aber er ist charmant. Genau, Winnetou, Ribana und Old Firehand in Bad Segeberg. Genau, dann auf weißem Pferd. So haben wir dich. Wunderbar. Ein schönes Pferd. Ja. Das ein Schimmel, mit dem ich schon geritten bin da oben. Aha. Und Meloso heißt er und lässt sich ganz toll reiten. Ich freue mich riesig drauf. Und dann haben wir noch hier Old Firehand und Ribana, genau. Genau, die neben mir Jan Hartmann und die Sila Sahin zwischen uns. Mhm. Und wunderbar. Den Jan Hartmann kenne ich ja vom Traumschiff, von Kreuzfahrt ins Glück. Und wir haben uns da auch oben schon alle bei der Pressekonferenz getroffen. Es freuen sich alle riesig auf die Zeit da oben in Bad Segeberg. Am 27. Mai gehen die Proben los. Am 29. ist dann Premiere. Okay. Und meine Frau Christine wird dann natürlich von Montana rüberfliegen und bei der Premiere mit dabei sein. Muss mal schauen, ob es mir auch noch reinpasst in meinen Terminplan. Würde mich mal interessieren. Und grundsätzlich war auch noch nie in Bad Segeberg. Also die Kulisse ist ja... Was? Nein! Die Kulisse ist Mann, ja wirklich... Oh Mann, Frank, da ist es doch. Du hast doch auch früher Cowboy und Indianer gespielt. Da werden natürlich, Kinderträume wahr. Das ist der Wahnsinn. 8000 Menschen bei jeder Vorstellung. Das ist der absolute Wahnsinn. Glaube ich. Nee, und auch die Kulisse, die Bühne. Und mein Kollege, der Sascha Hehn, hat ja den Ölbaron gespielt vor 2 Jahren. Also. Und ein lieber Freund von mir wiederum auch und auch Schauspielkollege natürlich hier, der Niklas König, der macht ja sogar die Regie diesmal wieder. Ja, Niklas, und er spielt aber auch mit diesmal, richtig. Das freut mich natürlich auch besonders, er spielt den Ponka-Häuptling Parano und macht natürlich auch die Regie, insofern kann er da beide
Karten belegen und der Semmelrocke spielt auch mit. Und es ist ein tolles Team. Tolle Besetzung, genau. Ich wollte ihn ja fast für heute noch kurz hinzuholen, aber er ist, glaube ich, irgendwo in Japan unterwegs, wenn er mal das richtig gesagt hat. Ja. Ah, okay. Ja. Aber, ich werde ihn ausfragen, wenn ich ihn oben sehe. Genau. Nee, ich kenne ihn noch von den Rettungsfliegern, also von daher, ja, aus der Zeit. Ja. Und so lange, das sind auch schon wieder 20 Jahre her, lange Zeit, ganz genau. Ja, also unbedingt nach Bad Segeberg kommen, da kann man natürlich sich wieder in Erinnerung schwelgen, die ganzen Karl-May-Geschichten, Winnetou-Geschichten nochmal Revue passieren lassen sozusagen und neu erleben eben, ganz genau. Ja, das ist einfach wunderschön, die Kinder. Ich meine, die spielen ja heute noch Cowboy und Indianer und Richtig. Wie begeistert die Kinder dabei sind. Und danach, wenn die Vorstellung vorbei ist, dann muss man natürlich auch die ganzen Kinder in der ersten Reihe abklatschen. Und einfach die Kinder zu sehen, wie die da mit dabei sind, das ist herrlich. Ja, das glaube ich, ganz genau. Ja, Bad Segeberg, wie gesagt, es ist eine tolle Kulisse und wenn ihr da schießt, wird da auch richtig geschossen, so mit Da wird richtig geschossen. Platz, da sind natürlich Platzpatronen natürlich, klar. Patronen drin. Logisch, sonst wir wollen nicht das Desaster erleben, was bei Rust und Alec Baldwin passiert ist. Nein, die sind ja schon äußerst vorsichtig. Das ist ein super professionelles, eingespieltes Team. Alle Explosionen und so weiter, die werden wirklich vorher x-mal geprobt und dass da nichts passiert. Die haben natürlich mit vielen Pferden zu tun, die können sich immer mal erschrecken. Also man muss schon wirklich aufpassen, man kann nicht verträumt in die Arena reiten. Und die Spannung ist natürlich klar bei jedem Auftritt riesig. Und die ganzen Stunt-Leute, die sind auch ausgebildet. Das ist natürlich gefährlich, was die da machen. Mhm. Und es ist atemberaubend, teilweise Szenen atemberaubend. Mit einem Bösen geht das natürlich nie gut aus. Irgendwie findet der Böse glücklicherweise immer ein böses Ende. Aber das darf ich natürlich noch nicht verraten, wie es mit mir ausgeht. So ist es. Aber wie ist es jetzt? Man kennt dich ja, wie gesagt, als den Guten vom Traumschiff. Und jetzt mal endlich mal den Charakterwechsel, wie war's oder wie ist es, mal einen Bösen zu spielen? Naja, endlich. Ich habe schon oft den Bösen gespielt. Ich habe sogar schon mal einen russischen Terroristen gespielt in Amerika, 97 in der Serie Soldier of Fortune. Und in Amerika hatte ich eben mehr die Chance, auch mal das Gegenteil von mir zu spielen. Aber es ist natürlich toll, wenn man in einer Schublade steckt in Deutschland. Aber natürlich, die Menschen da draußen kennen einen durch die Medien, durch die Yellow Press, natürlich nur als den netten, lieben, ob das Herr Kaiser war oder ob es bei Pilcher war oder beim Traumschiff der nette Nick. Und das ist natürlich schön, dass man jetzt mal 4 Monate lang oder 3 Monate lang in Bad Segeberg oben die böse Seite zeigen kann. Die haben wir alle in uns, aber ein Schauspieler lechzt natürlich danach, auch alle Charaktere zu bedienen. Und das bedeutet natürlich auch Vorbereitungszeit jetzt, zum Beispiel Reiten. Ich bin ja von einem Bauernhof auf der Insel Fehmarn. Und insofern komme ich nach 45 Jahren Amerika wieder nach Schleswig-Holstein zurück. Ich freue mich riesig. Und auf dem Hof habe ich natürlich auch ein bisschen Reiten gelernt. Aber man war nicht richtig ausgebildet. Und jetzt mache ich es natürlich intensiv. Ich war gestern gerade wieder mit Jakob Vieider, einem ganz, ganz tollen Menschen hier in Südtirol, reiten. Auf seinem wunderschönen Pferd Beauty. Und der Jakob, das ist so der italienische Pferdeflüsterer. Was der mit Pferden machen kann, das ist unglaublich. Und dieses schöne Pferd, was er hat, da war ich gestern drauf. Und dann bin ich jetzt übernächste Woche in Montana bei der Judith. Die hat auch ein schönes Pferd, werde ich auch nochmal reiten. Und dann den ganzen Mai, so dass man richtig fit ist, wenn man reinreitet in die Arena. Damit man es auch hundertprozentig kann und sich auf den Text, auf das Spielen konzentrieren kann und das Reiten also nebensächlich ist sozusagen. Ja, wunderbar, sehr schön. Ja,
wenn man dann wirklich hier die Massen so wieder begeistern kann und auch in der traumhaften Kulisse, was geht da in dir dann so vor? Was bewunderst du an Bad Segeberg? Ja, also erstmal die Organisation und natürlich, was mir natürlich gleich auffiel, als ich ein bisschen recherchiert habe, ich war natürlich oft bei den Spielen, also bei den Karl-May-Spielen, aber Karl-May, die Spiele in Bad Segeberg starteten ja 1952 und das ist das Jahr, in dem ich geboren wurde. Es ist die 71. Saison, ich bin 71 Jahre alt. Und das war schon irgendwie wie ein, ja, wie ein Omen. Und die jetzt wieder nach Schleswig-Holstein zurückzukommen und dort einen ganzen Sommer zu verbringen, ist ein traumhaftes Geschenk. Ich meine, früher habe ich davon geträumt, mal dabei zu sein. Hat mir nie vorstellen können, dass dann mal klappt oder dass ich überhaupt Schauspieler werde und dann dort als Schauspieler dabei sein kann. Aber die Zeit jetzt auch im Mai in Schleswig-Holstein, manchmal habe ich so mal einen Tag oder zwei erlebt, wenn ich dann zufällig mal in Deutschland wieder war, aber diese verschiedenen Grüns der Natur, die dann, wenn die Natur explodiert und dann auf Fehmarn, meiner Heimatinsel, die Rapsfelder, die dann knallgelb dort einen Geruch verbreiten. Da freue ich mich jetzt schon drauf, dort mit dem Fahrrad über Fehmarn zu fahren, auf irgendwelchen Dörfern in den Hofbäckereien oder diese Hofcafés zu gehen. Dann die Spargelzeit kommt ja auch wieder und die Erdbeerzeit kommt auch. Und ja, den ganzen Sommer dann in Norddeutschland. Ja, prima, fein. Und dann wird noch ein Instrument auch, glaube ich, zur Geltung kommen. Die Mundharmonika. Die Mundharmonika, ja. Also ich bin ja ein alter Bluesman, hatte mit 16 oder 15,5 eine Band gegründet, The Flangia Kaifos. Und wir wurden damals zweitbeste deutsche Schülerband. Und ich habe Gitarre gespielt und Blues-Mundharmonika. Und es war eigentlich mehr ein Unglück, dass ich auf diese Blues-Mundharmonika kam. Ich hatte diese Blues-Mundharmonika im Mund und habe mich verspielt und dachte damals, boah, ich habe doch gerade diesen Film Spiel mir das Lied vom Tod gesehen. Das hört sich ja genauso quakig an, wie der Ennio Morricone das geschrieben hat. Okay. Und dann habe ich es geübt und konnte dann diese Melodie auf der Mundharmonika nachspielen. Und da muss man viel mit der Mundhöhle arbeiten, um diese verschiedenen Töne zu ziehen. Und dann habe ich damals eigentlich schon seit meinem 18. Lebensjahr alle Freunde immer angerufen, die einen schrägen schwarzen Humor hatten. Und immer, wenn die dann Geburtstag hatten, habe ich immer denen das Lied vom Tod gespielt. Und die haben dann immer gleich gesagt, Klaus Wilder oder Nick Wilder am Telefon. Und und die haben mir dann bei der Pressekonferenz eine schwarze Mundharmonika geschenkt. Also die gibt es ja in Silber meist, aber diese war in Schwarz. Das hat mich natürlich toll, also richtig gefreut. Und das wird natürlich mit eingebaut in dieses Spiel, dass ich dort Mundharmonika spiele. Sehr schön. Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu sehr überfallen, wenn ich fragen würde, hast du sie griffbereit? Habe ich sie griffbereit? Warte mal, wenn ich 2 Sekunden, dann stehe ich kurz auf, du schneidest ja, warte mal. Genau. Jetzt kommt Premiere hier bei Promigeflüster. Nick Wilder an der Mundharmonika. Also, live ist live und ja. Live ist live, wo ist sie denn jetzt? Wo ist sie? Das gehört dazu, das geht. Oder ist es schon in Montana? Ah ja, na. Ich habe sie ja, ist ja mein Reiseaccessoire, habe ich ja hier. Ja, sehr da schön. Da sind alle meine Mundharmonikas drin. Das sind dann an der Zahl, glaube ich, 12 oder sowas hier. Okay, okay. Da drin. Ja. Und dann nehme ich mal irgendeine raus hier. Das ist eine Fis, egal. Es gibt ja. Also auch hier bei uns in Baden-Württemberg ist ja die Mundharmonika, glaube ich, auch ein Stück weit geboren, nämlich bei Hohner. Bei Hohner. Ja, ja. Das ist übrigens auch eine
Augenblick, das ist Hohner Blues, ja. Ja, siehste, aber mittlerweile ist die Firma auch nicht mehr, das war, naja, gut. Aber sie spielen sich immer noch fantastisch. Richtig, okay, ich bin mal gespannt. Ganz kurz was anstimmen. So. Ja, wunderbar. Oh, Susanna. Oder das hier. Wie heißt man noch? Good Night, Ladies. Ja. Wunderbar. Warte mal, da haben wir noch was. Moment, wo sind wir? Applaus. Genau. Applaus. Sehr schön. Ja, soweit mal zu den Karl-May-Spielen in diesem Jahr 2024. Winnetou 2 wird gespielt, wie gesagt. Und ab 29. Mai geht's los. Ihr habt auch, und der Kartenvorverkauf läuft wahnsinnig gut. Also ja. Ich habe jetzt schon ein paar Freunde, die wollten zu bestimmten Zeitpunkten kommen und keine Karten mehr zu bekommen. Also man sollte sich rechtzeitig bei Karl-May-Spiele ein. Ja, genau. Da kann man direkt aussuchen, wo man sitzen will. Und eigentlich alle Plätze sind gut. Na klar, ganz klar. Ja, dass du natürlich auch noch andere Sachen mittlerweile machst, da können wir nochmal einen kurzen Filmausschnitt sehen. Da hast du mir auch ja schon mal erzählt, dass du demnächst, also in der letzten Folge sozusagen, demnächst einen Arzt spielen wirst. Let me have my son oder gib mir meinen Sohn, so übersetzt. Toller Film, Psychiatrie, spielt in der Psychiatrie und geht um Schizophrenie. Erzähl mal ein bisschen drüber, denn ihr habt das Ganze erst kürzlich jetzt wohl auf Deutsch synchronisiert, gell? Ich war gerade in Berlin, bin von Südtirol nach Berlin gestartet, habe den Film dann, weil ich der einzige deutsche Schauspieler in dem Film bin, mich selber synchronisiert. Ich spiele Dr. Joseph Bitterman, einen Psychiater. Und ich habe mich damals sehr engagiert bei dem Film, habe ein bisschen am Drehbuch auch mitgeschrieben, mit dem Christopher Cruisen oft telefoniert in der Phase davor und bin auch zu den ersten Dreharbeiten, die im Winter stattfanden, schon mal rübergeflogen nach Minneapolis, eine tolle Stadt. Und dann nochmal für meine Rolle auch nochmal rübergeflogen. Und dieser Film ist finanziert eigentlich über christliche Gelder. Wir haben zum Beispiel, was für mich sehr ungewohnt war, vor jedem Take, beziehungsweise am Morgens, wenn wir uns getroffen haben zum Film, dann immer gebetet. War ein bisschen strange für mich, aber ganz, ganz liebe Leute, sehr engagiert. Und es geht um das Thema mentale Krankheiten. Und warum habe ich mich da sehr engagiert? Weil dieses Thema mentale Krankheiten sowohl in Amerika als auch in den meisten westlichen Ländern in der Gesellschaft unter den Tisch gefegt wird, weil keiner da so richtig mit umgehen kann. Wenn man aber mal genau schaut, hat man innerhalb der Familie, glaube ich, jeder einen Cousin, eine Cousine, eine Tante, die depressiv sind, die schizophren sind, die nicht so funktionieren, wie wir funktionieren und deswegen nicht normal sind, wie man sagt, oder nicht normal agieren, wie wir es machen. Und deswegen scheut man sich davor, dieses Thema anzusprechen. Es ist einem peinlich, aber zum Beispiel autistische Menschen oder Menschen mit dem Down-Syndrom, das sind so liebe, liebe Menschen. Sie müssen uns aber, wir müssen erstmal uns bemühen, sie zu verstehen, in ihre Welt einzutauchen. Und darum geht es in diesem Film, Schizophrenie, eine wahre Geschichte von Cristobal Cruisen. Der Sohn war jetzt 20 Jahre in der geschlossenen Psychiatrie,
Schizophrenie, er war gewalttätig. Und dieser Film zeigt eigentlich eine Traumsequenz des Vaters, der seinen Sohn am Ende des Films wiederfindet. Mehr will ich nicht verraten. Mhm. Aber ich stelle es auch mal wieder fest, wenn ich zum Beispiel im Flughafen irgendwo bin. Und das war vor einem Jahr, da war ein Kind mit Down-Syndrom und das schaute mich an und ich habe das Kind angelächelt. Auf einmal kam das Kind und hat mich umarmt und hat mich eine Minute festgehalten. Es kannte mich überhaupt nicht. Mhm. War toll. Die sind so grundehrlich und so liebevoll. Aber die Gesellschaft hat damit ein Problem. Und damit haben wir dann versucht, mit diesem Film etwas Licht ins Dunkel zu bringen und dass die Gesellschaft sich da mit mehr auseinandersetzt und offener davor ist. Wunderbar. Sehen kann man ihn bislang in Deutschland noch nicht, oder? Nein, das wird dann entschieden. Jetzt ist er also erstmal sehr gut synchronisiert worden. Der Sven Riemann hat das in Berlin gemacht, in seinem Synchronstudio. Okay. Und jetzt werden entsprechenden Menschen da gucken, wohin er verkauft wird und in welchem Sender er dann gesendet wird. Aber ich hoffe, es wird bald sein und wird einen schönen Sendeplatz finden und mit genug Werbung, dass sich die Leute das anschauen. Vielleicht geht er auch irgendwo noch ins Kino, keine Ahnung. Also, wenn es da neue Informationen gibt, gib Bescheid. Dann können wir da nochmal die Werbetrommel rühren, auf alle Fälle. Und dann also alle Informationen auch zu diesem Film kann man dann auf meiner Fanpage-Seite nachschauen. Ja, die kannst du ja auch dann nochmal einblenden. www.nickwilder-fanpage.com. Das macht eine gute Bekannte von mir, eine gute Freundin, die Mel Schulz, die sich da sehr viel Mühe gibt. Da ist eigentlich alles zu finden über meine Person. Ob ich den Bösen spiele, den guten spiele, es ist egal was. Wir haben da alles gesammelt. Da kann man dann drauf gehen und sich durchklicken. In zwei Sprachen, auf Englisch oder auf Deutsch. Richtig. Ja, also die Fanpage, ich war auch schon drauf und habe mich auch mit der Melanie schon mal kurz geschlossen, also vernetzt. Ah ja, stimmt. Und von daher kann ich auch die Seite wirklich nur empfehlen. Wer was über Nick Wilder wissen möchte, da erfahrt das auf alle Fälle. Ne? Ganz genau. Ja, an dieser Stelle sind wir schon fast wieder am Ende, aber nichts, um zu vergessen. Es gibt noch ein weiteres Projekt, aber da reden wir erstmal später in einer weiteren Folge. Da reden wir noch weiter drauf, denn durch das Schreiben meiner Biografie bin ich ja eigentlich zum Schreiben gekommen. Ein Urwunsch von mir, aber mein Leben war immer so verrückt und crazy und ich hatte einfach nie die Zeit, denn zum Schreiben braucht man viel, viel Zeit. Und dann passierte etwas, was uns allen passiert ist und das war für mich eigentlich ein Glücksfall, die Pandemie kam, Corona. Aha. Und jetzt hatten wir alle Zeit und saßen zu Hause. Viele haben den Kopf in den Sand gesteckt. Ich habe mich hingesetzt und habe in den Rückspiegel geschaut, meine Biografie geschrieben. Das Leben ist wilder, als man denkt. Und dabei viele Einsichten bekommen, warum das Leben so funktioniert und nicht anders. Und während dieser Zeit habe ich dann auch meinen ersten Roman geschrieben, der jetzt hoffentlich bald rauskommt. Aber da werden wir nochmal drüber sprechen. Und aufgrund meiner Biografie damals durfte ich ja nicht wegen Corona Lesungen machen. Jetzt geht es, jetzt darf man sich wieder treffen, jetzt kann man wieder in irgendein Kino, in irgendein Theater, in eine Kulturstätte gehen und szenische Lesungen machen. Und ich bin jetzt auch in Norddeutschland unterwegs, auch in den 4 Monaten, wo ich jetzt in Bad Segeberg bin, an den drehfreien oder an den spielfreien Tagen, werde ich diese Lesung machen. Und das kann man auch auf der Webseite, auf der Fanpage-Seite, die Termine erfragen und schauen, ob vielleicht in der Nähe ich meinen Abend mache. Dort spiele ich Musik, ich spiele Blues, ich spiele Sachen von Hannes Wader. Und spreche nicht über diesen Schauspieler Nick Wilder, den alle aus dem Fernsehen kennen, sondern über den kleinen Bauernjungen Klaus Wilder, der immer von der weiten Welt geträumt hat und dann irgendwann später mal zu Nick Wilder wurde und heute in Montana auf einem Berg wohnt,
Denn das ist viel wichtiger, immer die Menschen hinter einem Schauspieler. Und in dieser Geschichte spreche ich auch immer das Thema Vater an. Und Frank, das ist ein Thema, das mich immer wieder fasziniert, wie viele im Publikum so emotional werden, weil dieses Thema Vater und vom Vater gelobt werden, vom Vater einmal in den Arm genommen werden, das fehlt dieser Nachkriegsgeneration so dermaßen, dass es immer sehr, sehr still wird, wenn diese Geschichte mit meinem Vater kommt, wo er mir nach 40 Jahren das erste Mal sagt, auf Plattdeutsch, ich bin stolz auf dich, ich bin stolz auf dich. Und das hat für mich damals alles bedeutet. Mein Leben wurde dadurch bestimmt, dass ich immer diesem Lob hinterhergehechelt bin. Und darum geht es in der Lesung, aber es sind auch sehr lustige Momente in der Lesung. Das dauert 2 Stunden, ich mache Musik zwischendurch. Und schaut mal, ob in eurer Nähe irgendwo ein Termin ist. Im Herbst geht dann die Lesetour weiter. Und über mein neues Buch, da werden wir nochmal uns im Detail drüber unterhalten. So machen wir das. Und ich sag herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, wieder bei mir vorbeizuschauen. Freut mich immer wieder gerne. Und jetzt müssen wir alle in den hohen Norden kommen wieder, ne? Zum einen. Ja, und du, im hohen Norden ist schönes Wetter, also warum nicht? Die Ostsee, Fehmarn, die Sonneninsel, meine Heimat mit den meisten Sonnentagen überhaupt. Und wir sehen uns demnächst bald wieder. Frank, es war wieder schön bei dir, unterhaltsam. Und jetzt sehen wir uns hoffentlich mal irgendwann live. Also das wäre natürlich das nächste Ziel, was wir anstreben müssen. Sonst oben. Ansonsten. Schöne Grüße nach Stuttgart bist du, ne? Reutlingen, genau, das ist nochmal ein ganz klein bisschen südlicher, aber minimalst, minimalst. Genau. Okay. Dir eine gute Zeit. Komm wieder erstmal gut nach Montana und dann auch wieder zurück. Genau, grüß deine Frau und den Zuschauern. Sage ich jetzt herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank Stiller und Nick Wilder. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.